Konbanwa, Minasan, euer Lord Kalf ist mal wieder bei euch. Und zwar diesmal wieder mit der Nihonbox. Ich freue mich sehr drauf und kann euch schon sagen, die andere Box ist auch schon da. Bin sehr, sehr gespannt und es kommen noch mindestens eine weitere dazu. Die Loot-Anime diesen Monat weiß ich nicht, ob die noch kommt oder nicht. Weil ich glaube, die haben irgendwas durcheinander gebracht bei denen, aber ja, ist. Ich will gar nicht weiter drüber reden. Wichtig auf jeden Fall für euch zu wissen, ich habe euch wieder ein Paket gepackt. Und zwar ein nettes kleines Gewinnspiel. Wird auch nichts Dramatisches sein mit der Frage. Jedenfalls, ich wünsche euch jetzt schon viel Erfolg. Und wir kommen natürlich am Ende des Videos dazu, was ihr tun müsst, um diese Box zu gewinnen. Die ist pumpvoll diesmal. Also lohnt sich definitiv wie immer mitzumachen. Gut, das Thema diesmal ist Ganbare. Ganbare hat, glaube ich, mit Sport zu tun. Oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwas mit Anfeuern hat es zu tun. Anyway, ja. Tun wir das mal hier hin. Diesmal habe ich tatsächlich wieder Platz am Schreibtisch, aber das wird sich gleich ändern. Ja, ich tippe auf Sport ist das Thema. Und zwar sind wir natürlich im Monat März der Nihonbox. Und ich lasse mich überraschen. Das erste, was wir hier haben, ist von Attack on Titan eine. Das sind für was ist das? Wie nennt sich das so? Für Folien oder Folien sind das besser gesagt, die, wo man was reinheften kann. Und die Grafik ist echt geil, muss ich sagen. Colored Smoke, Red, Black, Green. Das Motiv hammergeil, muss ich sagen. Und grau gehalten. Sehr, sehr geil. Also ich habe Attack on Titan persönlich noch nie gesehen. Wer es irgendwann mal nachholen, bin ich mir ziemlich sicher, wenn mich mal die Muse packt. Oh mein Gott, ich sehe schon die Figur. Oh mein Gott. Wie geil. Ja, kommen wir zuletzt dazu. Hier haben wir erstmal ein Item von einem Anime, den ich sehr, sehr feiere, auch wenn er kurz ist. Akezuko. Ist wohl eine kleine Stiftebox. Machen wir mal auf. Also, ist es jedes Mal immer nur geil. Ich feiere diese Box so, so sehr. Ist von Samrio, kenne ich sogar. Die Firma. Irgendwie bin ich sehr hoch diesmal mit der Kamera. Sehen wir die noch ein bisschen niedriger kriegen, das war cool. Ja. Ein kleines Etui von Akezuko für Stifte. Sehr, sehr cooles Gimmick. Dann haben wir hier etwas Seirin. Schätzen wir das von einem Sport-Anime. Tipo Basketball oder irgendwas in der Richtung. Jo. Ich werde übrigens natürlich am Samstag auf der Demo hier in Wien sein. Und ich weiß aber noch nicht, ob ich streame oder nur Videos mache. Aber wir sind jetzt hier erstmal bei der Nihonbox. Das ist ein kleiner Stift von diesem Anime. Kuroko. Ah, das ist so ein Doppelstift, cool. Also hier klickt man um und hat dann hier quasi die Mine. Schau mal, was das für eine Farbe ist. Wahrscheinlich schwarz und blau. Ah, eines ist rot. Okay. Ah, ist eh oben. Okay. Und das andere ist blau. Sehr cool. Also, so ein Stift feiere ich. Kann man immer gut gebrauchen. Rot und blau. Und ja, ich zeige es euch auch nochmal. Da. Oder schwarz, bin mir gerade nicht sicher. Schwarz, oder? Na, wurscht. Jedenfalls, sehr cooles Gimmick, muss ich sagen. Gefällt mir. Werde ich wahrscheinlich auch nutzen. Kann man eigentlich nie genug von haben. Sehr coole Idee. Kommen wir zum nächsten Item. Das ist ein kleiner Plush. Der mir aber vom. Auch der Name sagt mir jetzt so, weil es ist in Japanisch.
sagt mir nichts, aber wir packen vorher erstmal aus. Aber das Loot-Heft wird uns ja dann hoffentlich wieder hier aus der Patsche helfen. Wenn das so groß. Nee. So, jetzt aber. Der kleine Fratz ist hier nämlich dabei. Voll lieb. Mit der kleinen Hose. Also die Details teilweise, die sind nochmal. Und der kleine Schwert hier, voll lieb. Gefällt mir. Bin sehr gespannt, von welcher Serie das ist, weil hier ist es komplett auf Japanisch, also meine Skills diesbezüglich kennt ihr. Auch innen drinnen nur Japanisch. Ach, das ist ein Loyalty-Bonus-Item. Voll nice. Feier ich. Extrem. Sehr, sehr cool. Das nächste ist von einem Anime, den wir alle kennen und ihr liebt ihn wahrscheinlich auch sehr. Das ist von Naruto. Und ich würde fast meinen, das ist eine Lampe. Ich will es fast gar nicht. Tatsache, es ist eine Lampe. Sieht sie hinten, Batterien rein. Ich habe sogar hier irgendwo in der Nähe welche liegen. Moment. Hier. Hab ich ein Schwein, die liegen direkt neben mir. Sehr, sehr nice. Also, würde ich sagen, packen wir doch aus und testen das live. Dupdi-dup-di-dup. Sehr, sehr cool. Ist natürlich jetzt ein sehr niedliches Gimmick. Ich weiß halt nicht, wie da die, die Kulisse dann ist. Oder wie stark die Lampe ist. Ich hoffe, etwas hat was drauf. Schauen Sie uns jetzt mal ganz genau an. Also hier seht ihr auf jeden Fall erstmal Naruto. Ich drehe es euch jetzt einmal mal. Und einige der Charaktere aus eben jenem Anime. Ist ein wenig unscharf, weil man sieht es nicht so gut. Aber die Figuren drauf sind echt cool gezeichnet. Gut, der Cut ist ein bisschen, ja, ist halt ein nettes kleines Gimmick. Natürlich brauchen wir einen Schraubenzieher, oder? Natürlich brauchen wir Schraubenzieher. Wenn das Leben doch so einfach wäre. Aber man ist vorbereitet. Sehen. Passt sogar. Nein, das ist. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe die Sachen einfach mir in der Nähe liegen. Unser eins ist ja Techniker. Wäre mir fast die kleine Schraube abgegangen. Jo, machen wir mal auf das gute Stück hier. Ich muss demnächst auf jeden Fall mal die Kamera irgendwie rauszoomen. Ich glaube, wir sehen, ob man das hier noch irgendwo hinbekommen. So im Live-Zustand war das echt cool. Jawohl. Das ist schon viel besser, würde ich sagen. Bisschen. Seht ein bisschen mehr davon. Nee. Jo. Seht auch da am Fenster ist eine meiner Figuren, die ich das letzte Mal in der Box hatte. Ist ja auch schon etwas Frühling geworden. Und ein bisschen aufgeräumt. Und habe meine Figuren etwas platzieren können. Das freut mich übrigens sehr. So. Jetzt haben wir hier unten. Ah, gut. Man sieht es natürlich jetzt sehr schlecht. Weil ist halt hell. Müsste man vielleicht das Licht ausmachen, dass man es sieht. Ihr seht es jetzt leider nicht. Aber seht, ist ordentlich hell. Macht ordentlich Licht. Das Bild wird richtig gut angeleuchtet. Ist eine geile Sache. Gefällt mir. Schraube wir dann zusammen, wenn wir hier fertig sind. Jo. Ich finde das so geil. Die Ideen, die die Box immer hat, ist Wahnsinn. Hier haben wir jetzt eine weiße Box, wo Folgendes drauf ist, was wir natürlich professionell, wie wir es nicht lesen können.
wieder bestens eingepackt. Ich tippe auf irgendwelches Porzellan. Vielleicht, eventuell. Ist jedenfalls sehr gut verpackt und es ist eine Buddha-Figur Marsilib. Weiß jetzt noch gar nicht, wo ich die hinstelle, aber die findet bestimmt einen Platz. Schöne Staubfänger auf jeden Fall. Eine Buddha-Figur. Sehr, sehr lieb. Oder irgendwie ein betender Mensch oder irgendwas in der Richtung. Ah, plötzlich ein Buddha. Ein betender Mensch halt. Weiter im Text. Wir haben hier noch ein Item, bevor wir zu der Figur kommen, die ich jetzt schon sehr, sehr feier. Und das ist jenes welches hier. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich das richtig halte. Und das ist... Oh, der Snack. Das sind kleine... Wie... Mini, so ganz, ganz dicke Pancakes. Der zweite ist jener welcher. Sieht etwas ungesund aus, um ehrlich zu sein. Aber ich bin ja nicht so und verkoste zumindest mal einen davon. Ihr kennt mich, ich will das ausprobieren. Und die Box, die ich euch eventuell morgen schon zeige, wird etwas sein, was ich ungern mache, wie ihr vielleicht wisst. Aber ich kann nicht widerstehen und sie ausprobieren. Also das ist schon mein kleiner Teaser fürs nächste Unboxing. Schmeckt nach Erdbeere irgendwie. Sehr interessanter, sehr interessante Konsistenz von dem Teig. Schmeckt aber gut. Wir fangen schon an zu sabbern. Das wird was. Ja, süß, süßer Snack. Kommt aber erstmal hier weg. Wir kommen zu der Figur und damit dem letzten Item. Und das, Leute, ihr seid Wahnsinn. Box. Ja, ja. Schaut mal. Card Capture Sakura Main Char. Wie geil ist das bitte? Ich stehe eigentlich nicht wirklich auf rosa, aber Card Capture Sakura ist so ein gut gemachter Anime, der doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Ich fand schon, wollte eigentlich schon immer mal in dem Bereich was schauen. Mein aktueller Anime, den ich übrigens schaue, ist die Ancient Pride. Na, wo hängt's? Auf Crunchyroll. Der Anbieter, den finde ich genial. Ich hätte den gerne mal vorher kennengelernt. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen, dass man da Anime-Livestreams schauen kann. Legal, versteht sich. Und Ancient Magus Pride heißt's. Den hab den ersten Manga ja in der Loot-Anime gehabt und ich finde den Anime extrem gut. Also mir gefallen die Charaktere wirklich sehr, sehr gut. Habe auch die schon nach den Vinyl-Figuren geschaut, aber da ist mir dann erstmal spontan schlecht geworden bei den Preisen. Und die meisten sind leider Gottes auch ausverkauft. Hier natürlich, wo ist das? Das Standner, der Zauberstab ist das, glaube ich. Ist das geil, ist das geil. Alles schön wie immer verpackt und sicher und gut und hier sogar mit Anleitung. Ah, okay. Okay. Ja, wir packen einfach mal aus. Ist ja nicht so, dass wir keine Zeit hätten oder so. Nee. Den Müll packen wir schon mal hier zusammen, damit wir ein bisschen Platz kriegen. Zack. Box. Hast du noch was drin? Nein. Folie. Kann man immer gebrauchen zum Verpacken. So. Kommen wir erstmal zur Figur. Ich zeig sie euch schon mal. Das schaut wunderschön aus. Hammergeil. Also wirklich wieder detailreich. Und die ganzen Formen und die Haare, alles. Traum. Einfach nur Traum. So, der Stand ist farblos, das gefällt mir sehr gut. Auch nicht zu klein.
und noch die Items. Das ist in dem Fall der Zauberstab von Sakura. Das ist jener welche, ja? Und hier ist noch dieser Sternreigen, wo ich nicht weiß, ob ich ihn dran mache oder ob das passt, weil das schaut irgendwie... Das schaut nicht so liebevoll aus, irgendwie. Wir werden es gleich sehen. Also ich finde, irgendwie, das schaut... Weiß nicht. Schaut nicht so geil aus. Aber wir werden es sehen, wenn es fertig zusammengebaut ist. Das machen wir nochmal so, damit das auch alles hier reinpasst. Jo, jo, jo. Und fangen an, die Figur zusammenzubauen. Ist die nach hinten gebaut? Das ist die Anleitung ist eher... Naja, etwas kurios. Weil man sieht nicht, wie rum die hier drauf kommt. Ich... tippe jetzt einfach mal drauf, dass das so muss. Obwohl, ja, man sieht es am Stand, wie es draufkommen gehört. Klack hat's gemacht. Wunderbar. Der Stab, jetzt muss ich selber mal schauen, kommt schräg drauf. Okay. Ah, der hat ja auch einen kleinen Knipser oder irgendwas. Okay. Bin mir nicht so ganz schlüssig, ob das soll. Aber ungefähr kommt's hin. So, und jetzt schauen wir uns diesen komischen Stern-Dings an. Mal schauen, wie das wirkt. Ich bin gespannt. Ich finde es irgendwie billig aus. Kann mir nicht helfen. Was wird am Ende wahrscheinlich passen? Ihr seht es jetzt schon. Ich sehe es, glaube ich, besser in der Kamera, als ich es hier sehe. Kriegt es auch relativ schwer drauf. Muss es doch nochmal hinstellen. Es geht immens schwer drauf, muss ich sagen. Also die Figur ging sehr leicht drauf. Aber bei dem Ding tue ich mir gerade echt schwer. Ein bisschen... Ah, jetzt. Hat es Knick-Klipp gemacht. Und da ist sie auch schon von Card Capture Sakura. Wunderschön. Gut, die Sterne sehen jetzt in der Kamera tatsächlich besser aus. Ich muss sagen, geil. Ich freue mich tierisch. Und ja, Hex. Na, natürlich nicht. Es ist ewig her, dass ich es gesehen habe. Muss ich mir tatsächlich mal wieder die Pilotfolge reinziehen. Sehr, sehr geil. Feiere ich sehr. Ich sag schon mal danke an die Neonbox für diese geilen Items. Und wir kommen natürlich am Ende zum Loot-Heft. Discover Japan ist diesmal die Courage im März. Okay, Ganbare, you might have heard this word and it can be translated as do your best. Genau, also doch so im Sinne von Sport, wie ich es mir gedacht habe. Anfeuern. Dann haben wir hier Thema Studenten. Kafuncho. Kafuncho ist eine Pollenallergie, okay. Also, das steht mir leider auch noch bevor. Und dann noch High School Baseball. Es gibt wie immer eine Mega Neon Box. Das sind diese Figuren hier drin. Ihr seht's eh.
Ich probiere übrigens das mal wieder natürlich irgendwie völlig scharf zu bekommen. Kommt gerade nicht auf den Namen, aber ist. Ah ja, genau, My Hero Academia, da steht's eh. Nee. Schlau wie schlumpfig. Jo, Ganbare. Ich zeige euch schon mal das Loot-Heft hier schon mal, damit ihr seht, was uns hier erwartet. Einmal Akatsuko Pouch. Retsuko is one of the bravest anime characters for putting up daily with her job. After last month's lovely lunchbox, she's back on this exclusive pouch. The design of this pretty pouch shows all the moods of Retsuko, Queen of Death Metal. Dann haben wir den Kuroko no Bazuki Pen. This very popular and original object in Japan, a Mimi Pen. Mimi means ear, because in the beginning you had to push the character's ears to pick the color of the pen. Ma, wie lieb. This pen represents Kuroko Tetsuya from Kuroko no Basuke, a manga where the heroes need to be constantly brave to defeat their opponents. This pen uses Kurokos arms to pick the red or black color. Also hier haben wir es auch nochmal, es ist tatsächlich schwarz. Dann haben wir die Chizo-Statuette. Das ist der kleine Mann hier. Bin gespannt, was das sein soll. If you ever traveled in Japan, you might have recognized this little statue representing a Chizo. It's an icon representing a Buddha, Xitigaba in Japanese. Chizo Bosatsu. It's a common sight by roadsides as he's believed to be the protector of travelers and children. Also von Reisenden und Kindern der Schutzgeist aus Japan. Dann haben wir das Dokumentenfolder, da gibt es drei verschiedene. Mal sehen, ob ich euch das hier noch ein bisschen näher zeigen kann. Finde ich persönlich, habe ich einen besten Griff gemacht, weil das Layout ist hammergeil. Obwohl von Ranma gibt es da auch noch was, das sieht auch ganz lustig aus. This month we put a nice document folder in your box. We chose two manga, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan and Urusei Yatsura from the author of Ranma 1/2. And three different designs, all very classy. Which one will be in your box? Ihr habt ihn gesehen, ich finde es vom Designer den besten, obwohl das Ranma-Bild auch super lustig ausschaut. Dann haben wir die Naruto-LED-Lampe. Brauche ich euch nicht vorstellen, kennt jeder. Und dann haben wir die Ikoko. Das sind die Snacks. Treat yourself with this delicacy from the Prefecture of Nagasaki on the island of Kyushu. This biscuit has existed since the Edo-Era. In your box, you have two typical Japanese flavors: purple sweet potato and the biwa, a small orange Japanese fruit. Such a delight. Und natürlich noch die Card Capture Sakura Figurine. This month's Card Capture Sakura fans will be thrilled by the stunning figurine. Ja. Which has just been released in Japan. It represents the brave student Sakura Kinomoto wearing her pink outfit from the new ongoing Clear Card Arc. Wisst ihr Bescheid? This beautiful item will join if you are subscribed for several months. Your collection of Neon Box Figurines and it's not about to stop. Also, das war's mit der Neon Box von März. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und bevor ich natürlich vergesse, die Frage zum Gewinnspiel. Jetzt war ich ganz gehypt von der Box. Ja. Es gab vor nicht allzu langer Zeit mein erstes Let's Show Gaming in diesem Jahr und ich will von euch eigentlich nur ein, zwei Kleinigkeiten wissen. Und zwar das The Forest Let's Show und möchte wissen, wo habe ich meine Base gebaut? Wie heißt der Ort da? Und wenn ihr es selber gespielt habt, hätte ich gerne eure Erfahrungen. Wie habt ihr es erlebt? Habt ihr die Story durchgespielt? Und ja, wenn ihr mir dann auch noch verratet, was am Ende des Weges von meiner Base steht, ja, damit könnt ihr
die Box gewinnen, die da vollgepackt ist mit den letzten Items. Aus, glaube ich, den letzten beiden Boxen tatsächlich. Die ist echt rappelvoll. Ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Lotkalf.